Der Prolog von Ovid vom 13. August. Gedenken. Der heilige Märtyrer Hippolytos war ein ranghoher Offizier und Aufseher über die Gefängnisse in Rom. Er war als Heide geboren und aufgewachsen. Als der heilige Laurentius, der Erzdiakon, ins Gefängnis geworfen wurde, erhielt Hippolytos vom Kaiser den Befehl, diesen Gefangenen besonders zu bewachen. Hippolytos sah mit eigenen Augen, wie Laurentius dem Blinden Lucilius das Sehvermögen wiedergab und viele andere Kranke heilte. Und er kam zum Glauben an Christus. Als ihn Laurentius taufte, hatte Hippolytos eine himmlische Vision und sagte: Ich sah unschuldige Seelen in großer Glückseligkeit, daher im Himmel. Er nahm Laurentius dann in sein Haus auf und Laurentius taufte alle Bewohner, 19 waren es einschließlich der alten Erzieherin Concordia. Als Laurentius um Christi willen getötet wurde, holte Hippolytos den Leib des Märtyrers in der Nacht, hüllte ihn in ein Grabtuch und begrub ihn ehrenvoll. Doch Kaiser Decius erfuhr davon und am dritten Tag nach Laurentius' Tod wurde Hippolytos verhaftet, vor den Kaiser gebracht und da er es ablehnte, den wahren Glauben zu verleugnen, wurde er mit Steinen auf den Mund geschlagen. Danach befahl der Kaiser, Hippolytos zu entkleiden und auszupeitschen. Entblößt vor dem Kaiser stehen, sagte er: Du hast mich nicht entkleidet, sondern du beginnst mich stattdessen einzukleiden. Daraufhin streckten sie ihn auf dem Boden aus und schlugen ihn erbarmungslos. Doch Hippolytos rief nur: Ich bin ein Christ. Der Kaiser erfuhr, dass alle aus Hippolytos Haus Christen waren, und er befahl, sie alle hereinzubringen. Die betagte Concordia sagte: Wir wünschen eher in Ehre mit unserem Herrn im Glauben an Christus zu sterben, als unehrenhaft mit dir, der du unrein bist. Concordia war die erste, die getötet wurde, danach wurden die übrigen 18 vor Hippolytos Augen getötet. Schließlich banden sie Hippolytos an ein wildes Pferd und schleiften ihn umher, bis der Märtyrer seine Seele Gott übergab. Der heilige Tichon von Zadonsk oder Voronezh. Tichon wurde in einer einfachen Bauernfamilie im Dorf Korsk in der Provinz Nowgorod im Jahr 1724 geboren. Er empfing die Mönchsweihe im Alter von 34 Jahren und durch seine Askese und große geistliche Weisheit wurde er bald für höhere Dienste eingesetzt, bis er schließlich zum Bischof von Voronezh geweiht wurde. Sein Episkopat währte fast 5 Jahre, dann ging er wegen seiner schwachen Gesundheit in den Ruhestand und zog sich in das Kloster von Zadonsk zurück. Dort entschlief er in Frieden im Jahr 1783. Auch seine wundertätigen Reliquien ruhen im Kloster Zadonsk. Er war ein großer Asket der russischen Kirche, ein seltener Hirt, Fürbitter und Verfasser wundervoller geistlicher Werke. Durch seine Weisheit, Heiligkeit und Askese kann Tichon zu den großen Vätern der orthodoxen Kirche gezählt werden. Wegen der vielen an seinen Reliquien geschehenen Wunder wurde er zuerst vom Volk als Heiliger verehrt, dann durch die russische Kirche offiziell im Jahr 1861 verherrlicht. Die gottgeweihte Kaiserin Irene als Nonne Xenia. Irene war die Frau des Kaisers Johannes Komnenos II. von 1118 bis 1143, genannt Galor Ioannis, Johannes der Gute. Abgesehen von ihrer klösterlichen Askese und vielen guten Werken ist Irene auch bekannt, weil sie das Kloster des allmächtigen Pantokrator erbaute. Eines der ruhmreichsten und schönsten Klöster in Konstantinopel. Später widmete sich der heilige Stephan von Decani in diesem Kloster seiner Askese. Der gottgeweihte Seridos war bekannt als Gründer der berühmten Gemeinschaft bei Gaza in Palästina. Solch glorreiche Väter wie die heiligen Barsanuphrios, Johannes, Abadorotheos, Dosisios und andere widmeten sich in diesem Kloster der Askese. Der heilige Seridos entschlief im 6. Jahrhundert und nahm Wohnung in der ewigen Freude des Herrn. Lobeshymne. Der heilige Tichon von Zadonsk. Die Bauernhütte näherte einen Heiligen. Die rechtgläubige Kirche erfüllte ihn mit Geist. Tichon, der Hierarch, leuchtete wie ein Stern und verband die Welt
mit den Geheimnissen des Geistes. Lies die Heilige Schrift, denn sie birgt Gott. Sie verbirgt Gott in sich und Gott offenbart sie. Die Bücher der ganzen Welt berichten nicht mehr über Gott und über dich als die Heilige Schrift. Sieh, ohne Gott kannst du Gott nicht erkennen. Es ist vergeblich, über Gott zu forschen außerhalb Gottes. Gott gibt sich uns, soweit ihn unser Geist zu fassen vermag. In ein Ei kann man nicht das Meer gießen. Die Seele muss man retten, lehrt die Heilige Schrift. Vor Sünde und Tod und ewiger Verdammnis. Wer am Ertrinken ist, fragt nicht, was ist Wasser, wie ist es beschaffen, woher kommt es, sondern er ist nur mit seiner Rettung beschäftigt und er sucht voller Furcht an einen sicheren Fels. Und auf dem Meer des Lebens, stürmisch aufgewühlt, sucht der Weise die Rettung für sich. Was ist dieses Leben, woraus besteht es? Wenn der Tod über uns kommt, ist es wichtig, dies zu wissen. Auf der Erde bleiben Wissen und Besitz, dem Grab werden Leib und Kleidung übergeben. Die Seele, nur die Seele kann gerettet werden. Strebe danach und bete, hilf mir, o Gott. Betrachtung. Dankt Gott und vergesst nicht seinen großen Menschen, die Armen und Bedürftigen, denn sie können viel beim Herrn, unserem Gott, erreichen. Dies sind die Worte des Abtes Nazari von Valam, eines großen russischen Asketen des 19. Jahrhunderts. Er sprach diese Worte zur Frau eines hohen Würdenträgers in St. Petersburg, der beim Zaren aufgrund einer schweren Anschuldigung in Missgunst gefallen war. Aus Angst erkrankte der angeklagte Würdenträger und lag im Bett. Seine Frau erfuhr, dass Vater Nazari in St. Petersburg sei und beeilte sich, ihn zu finden. Sie berichtete ihm vom Unglück, das über sie gekommen sei, und bat ihn, für ihren Mann zu beten. »Haben Sie etwas Kleingeld?« fragte Vater Nazari. Die Frau brachte es und gab es ihm, und Vater Nazari ging fort. Er kehrte am Abend zurück und erfreute die Frau mit der Nachricht. »Ehre sei Gott! All jene, die dem Zaren nahe sind, haben versprochen, für sie zu beten.« Die Frau dachte natürlich an Zar Alexander Pavlovich und seinen Hofstaat, während der Altvater die Bettler auf den Straßen meinte, unter denen er die Münzen verteilt hatte und die er darum gebeten hatte, für den Gatten der Frau zu beten. Die Neuigkeit kam, dass der Zar angeordnet hatte, die Sache um seinen Würdenträger erneut ans aufzurollen. Genau dies war es, was der Würdenträger sich erwünscht hatte. Als seine Frau Vater Nazari zu danken begann, sagte er, »Danken Sie dem Herrn und vergessen Sie nicht seine großen Menschen, die Armen und Bedürftigen, sie können viel bei Gott, unserem Herrn, erreichen.« Zum Nachdenken. Lasst uns nachdenken über die wundersame Macht der Prophezeiung. 1. Samuel 10. Wie Samuel Saul alles, was ihm eines Tages widerfahren würde, prophezeite. Wie der Geist Gottes auf Saul herabkam und er prophezeite. Homilie über Jesajas zentrale Prophezeiung. Siehe, eine Jungfrau wird empfangen und einen Sohn gebären, und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Jesaja 7, Vers 14. Diese herrliche Prophezeiung über die Geburt des Herrn aus einer Jungfrau wurde vom Propheten Jesaja ausgesprochen, dem Propheten, der Gott in jenem Augenblick sah, als sich Jerusalem in tiefer Verzweiflung befand. Die starke Armee von Syrien und Ephraim hielt die Stadtmauern fest umschlossen. König Ahas, unbewaffnet und ohne Soldaten, und alle Einwohner Jerusalems befanden sich in Todesangst. Da zitterte das Herz des Königs und das Herz seines Volkes zitterte, wie die Bäume des Waldes im Wind zittern. Jesaja 7, Vers 2. In dieser Stunde, als der König in tiefster Verzweiflung befand, trat Jesaja vor ihn und sprach auf Gottes Gebot hin: Bewahre die Ruhe, fürchte dich nicht. Darauf prophezeite er, dass der Feind Jerusalem nicht einnehmen werde. Da er sah, dass der König ihm nicht glaubte, sagte er zu ihm, er solle sich ein Zeichen erbitten, ein Wunder am Himmel oder auf der Erde. Doch der kleingläubige König bat nicht darum, sondern blieb zweifelnd. Daraufhin sagte der Prophet, dass Gott von sich aus ein Zeichen geben würde. Dieses Zeichen bezog sich auf ferne Zeiten und betraf die Rettung des ganzen Menschengeschlechts. An die Jungfrau werde ein Sohn empfangen und tragen und sie
und sie werde ihm den Namen Immanuel geben, welcher bedeutet Gott mit uns. Warum gab der Prophet nicht irgendein naheliegendes Zeichen, damit der König zum Glauben käme? Weil diese Prophezeiung über die Rettung Jerusalems in einer Stunde, in der der König dachte, alles sei verloren, ausreichte, um die Macht Gottes und den Unglauben des Königs zu offenbaren. Warum sprach der Prophet zu dieser Stunde und bei dieser Gelegenheit über die Geburt des Erlösers? Da sich das Menschengeschlecht zur Zeit der Ankunft des Erlösers in ähnlicher Verzweiflung befand, umringt und eingeschlossen von dämonischen Mächten, wie Jerusalem zur Zeit des Propheten. Sagte der Prophet ausdrücklich Jungfrau und nicht junge Frau? Offensichtlich, sagte er Jungfrau, denn wäre in der Prophezeiung von irgendeiner Frau die Rede, wie hätte es sich dann dabei um ein Wunder und Zeichen handeln können? Werden nicht alle Menschen von Frauen geboren? Es liegt hier eine große Betonung auf dem Wort Jungfrau. So weiß der allsehende Gott, wie er das Nahe mit dem Fern verbindet und die Erfüllung der einen Prophezeiung in der Gegenwart als Bekräftigung einer anderen in der Zukunft verwendet. Immanuel, Gott mit uns, rettete zu jener Zeit Jerusalem als unsichtbaren Gott. Immanuel, Gott mit uns, würde das Menschengeschlecht aus einer ähnlichen Gefahr später retten als inkarnierter Gott, als Gottmensch geboren aus der allreinsten Jungfrau und dem Heiligen Geist. O Herr, der du den Propheten die Macht gabst, die Wahrheit von fern kommen zu sehen, gib uns die Kraft, die nun schon eingetroffene Wahrheit uns zu eigen zu machen. Dir sei Ehre und Lobpreis in Ewigkeit. Amen.